Herzlich willkommen zurück zu Die Schlacht um Mittelerde. Und ihr seht schon, wir kommen der weißen Stadt immer näher. Aber vorher müssen wir natürlich noch erstmal Faramir ins Spiel bringen. Faramir trifft auf Frodo und Sam, oder beziehungsweise eigentlich andersrum. Die beiden treffen, beiden Hobbits treffen eigentlich auf Faramir. Werden von ihm auch festgehalten. Eigentlich ja auch Gollum. Gollum wird jetzt hier in dem Spiel bis jetzt gar nicht so wirklich erwähnt. Gucken wir mal, ob da irgendwie was passiert in der Mission. Und auf jeden Fall, ihr seht schon, die andere Armee, die Haratim-Armee, ja, umfasst einfach mal 180 böse Menschen. Und links seht ihr auch, was im Film passiert ist. Ich hoffe, so machen wir das auch. Obwohl ich mir nicht fast nicht vorstellen kann, den drei Olifanten und 180 böse Menschen, dass wir die einfach in den Hinterhalt locken und die sterben da alle. Fröhlich. Und Nazgul, wehe, du kommst hier irgendwie näher ran, ja? Kannst schön hier hinten alles spionieren. Nicht bei uns hier. So, Faramir. Norditalien ist ein von Mordor unterworfenes Waldland. Einige unerschrockene Krieger Gondors warten hier geduldig auf eine Gelegenheit, das Land zurückzufordern. Sollen wir uns irgendwie sonst verteidigen? Gucken wir mal. Da sind die beiden, Frodo und Sam. Und überall holzen die Orks die Wälder ab. Aber wir haben die Waldläufer auf unserer Seite. Zack! Ah, das ist der verbotene Weiher, den Frodo und Sam quasi entdeckt haben. Das ist quasi Faramirs Zuflucht gewesen mit seinen Waldläufern und wird ja auch im Film erwähnt. Es gibt Berichte von weiteren Sägewerken im Osten. Sie fällen die Bäume und zerstören unsere Deckung. Wir müssen das Sägewerk zerstören, sonst kämpfen wir bald auf offenem Feld. Das wäre natürlich ungünstig. So, was ihr vielleicht nicht wisst... Ruft mehr Männer vom verbotenen Weiher! Sind wir da? Ja. So, was ihr nicht wisst... Wie viel kosten die eigentlich? 600, okay. Diese Waldläufer sind in den Bäumen. Sie sind hier. Quasi jetzt, im Grunde genommen unsichtbar. Das heißt, die verstecken sich da drin, wenn sie, glaube ich, nicht angreifen. Diese Wege werden sicher bleiben. Geht man da? So, ihr beide, ihr seid beide sowieso zwei Deppen. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Zack. Zack, immer mal wieder ein paar Leute platt machen hier. Können wir überlegen, ob wir Faramir irgendwo hinstellen. So, jetzt geht mal hier hinten in den Wald rein. Sucht nach Spuren. Ihr seid, im Wald sind sie ja unsichtbar. Das heißt natürlich, wir können jetzt hier einfach angreifen. Und ihr seht schon, die ersten Schüsse gehen immer auf jeden Fall drauf und sie wissen nicht, von wo sie kommen. Wir können natürlich auch mal gucken, was Faramir so kann. Was kann denn Faramir? Faramir kann erstmal Waffen wechseln. Finde ich das aber nicht so dolle. Und er kann den tödlichen Pfeil, ein mächtiger Pfeilangriff. Bereit machen! Das klingt schon mal gut. Ihr könnt erstmal das erste Ding hier einreißen. Bleibt wachsam! So, ich würde sagen, die Hobbits lassen wir einfach schutzlos zurück. Da scheißen wir einfach mal drauf. Wir müssen wachsam. Waldläufer weiter nach vorne. Waldläufer! Pfeile bereit machen! Was haben die eigentlich für eine Stelle und Gefechtsformation? Nee, mag ich nicht so. Bodenschützen, die halt ein bisschen mehr Schaden machen, aber dafür gar nichts mehr aushalten. Ist nicht ganz so mein Ding. So, und hier sind wir jetzt auf offenem Feld. Ist natürlich ungünstig, aber wir haben so viel Bodenschützen. Das funktioniert schon. Den mächtigen Angriff spare ich mir auf jeden Fall noch auf. Was hat er denn eigentlich noch? Feuer einstellen hat er. Na super. Ist ja eine tolle Fähigkeit, Feuer einstellen. Ruhig, Freunde. Ruhig, ist ja nichts passiert. So, werden wir eigentlich angegriffen? Nee. Unsere Fähigkeiten, ihr seht schon, wir dürfen nicht alles hier verwenden. Ja gut, Gandalf ist sowieso egal, aber wir können zum Beispiel auch nicht die Rohan-Alliierten herbeirufen. Bisschen schade. Das wäre natürlich ziemlich OP, glaube ich, bei der Mission hier. So, hier oben. Oh, hier ist auch nochmal ein Schatz. Wie kommen wir denn da hin? Diese Wege werden sicher bleiben. Vielleicht irgendwie hier oben rum. Diese Wege werden sicher bleiben. Ja, oben rum können wir. Okay. Diese Wege werden gut, ich würde sagen, wir holen uns aber erstmal das nächste Lager hier noch. Und die holzen hier schon gut ab, Freunde. Hier sind die ganzen Baumstämme, ihr seht schon. Die Säcke. Unter uns, Männer! Sag. So, wir haben auch schon wieder mehr Geld bekommen. Ich sehe gerade. Und wir können natürlich auch was anderes hier noch bauen. Wo ist denn eigentlich unser Bau? Die Döns? Hier. Wir könnten auf jeden Fall noch die Feuerfall-Upgrades machen. Im Süden sind einige Waldläufer. Wir müssen Verbindung zu ihnen aufnehmen. Ach du Scheiße. Irgendwo da unten sollen irgendwie 1000 Waldläufer sein. Und da haben wir den ersten Mumakil. Feinde Gondors! Und ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall umbringen. Spione des Feindes! Und ich sag mal so, wir müssen auf jeden Fall mit Faramir, glaube ich, den mächtigen Angriff machen. Ansonsten wird das nichts. Greift den mit Brandpfeilen an, dann zertrampelt er in seiner Wut alle Orks um sich herum. So, Faramir! Das hat ja nicht so gut funktioniert.
Also ich wollte eigentlich, dass Faramir vielleicht den umbringt, damit er mal ein bisschen was aufsteigt, hier ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt, aber irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert, so wie es sollte. Könnt ihr eigentlich auch diese Häuser hier platt machen? Bringt das was? Er hat natürlich auch mit Chris mal wieder telefoniert. Das war so ein 2-3 Stunden Telefonat, nur um Schlacht um Mittelerde, relativ cool. Ich habe mir noch ein paar Tipps gegeben für die nächsten Missionen, wie zum Beispiel jetzt in der Mission versuchen, Faramir auf Stufe 3 zu kriegen. Der hat mir auch eine ganz andere Menge Tipps gegeben, auch zum Beispiel Helms Klamm, ihr habt es ja vielleicht gesehen, da habe ich mich ja unglaublich gut geschlagen. Nee, also das war ja absolut hart am Limit, war das quasi. Dann können wir jetzt mal das Feuerquell-Upgrade machen. Wir können auch normale Bodenschützen für uns bauen. Gondor Ritter, also das ist quasi Kavallerie. Normale Gondor-Soldaten, die sind jetzt nicht so dolle. Und wir können die Feuerfall-Upgrades machen, die mache ich auf jede Fälle. Aber wir wissen ja, damit sind die Typen richtig gut. So, und wir müssen mal jetzt hier diese Patrouillen platt machen. Hier sind normale Mordor-Orks. Ach, und hier geht's ja richtig ab. Ach, du Scheinkleister. Na gut, die müssen wir alle zusammenschießen. Ich muss ihn beschützen. Ja, du musst ihn beschützen. Du musst erstmal gar nichts musst du machen. Seid wachsam. Los, töte die mal. Attacke! Ohne Schaden zu kriegen, wenn es geht. So, Faramir ist eins weiter. Das ist ja schon mal was. Und ihr schießt natürlich auf alles, was geht. Jo, beim Telefonat kam im Endeffekt raus, dass ich mich bei Helmsklamm richtig behindert angestellt habe. Es gibt so eine Möglichkeit, dass die Mauer nicht durchbrochen wird. Da kommen irgendwie 4 Bersis an oder sowas mit diesen Fackeln. Und es ist wohl theoretisch möglich, dass sie diese 4 Bersis vorher abschießt. Und dann wird die Mauer niemals hochgehen quasi, also anders als im Film. Und das ist natürlich ein Ding, wenn du das natürlich schaffst, wenn die Mauer bis zum Ende hält, dann ist es natürlich viel einfacher mit dem Verteidigen von Helmsklamm. Aber wir haben es ja auch geschafft und wir haben es ja eigentlich auf dem... Ich fand es jetzt persönlich, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, ne, bevor ich es hochgeladen habe. Ich dachte, na, zu schlimm darf es nicht sein. Aber es sah eigentlich cool aus, muss ich sagen. So, diese bescheuerten Uruts hier, nicht Uruts, normale Mordor-Affen. Die gehen mir jetzt auf den Sack, die rennen hier weg. Sucht nach Spuren. Ach, siehst du mal, weißt du, was ich mit den beiden Hobbits machen kann? Guck mal her, ihr beiden. Ihr könnt mal hier oben zum Schatz rennen. Ja, fast vergessen, sag mal. Dann können wir vielleicht nochmal so ein Feuerfall-Upgrade hier machen. Wie viel kosten die? 600 und macht gerade mal 22 Schaden. Wir müssen sie aufhalten. Mehr. Oh. Ich sehe gerade, da ist ein bisschen Bewegung im Lager. Ist das jetzt, weil wir in so ein Gebäude hier angegriffen haben? Ich glaube fast nicht. Diese Wege werden sicher. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Schnell jetzt. Sie greifen an. Oh, meine Freunde. Warum kann ich hier nichts hinbauen? Wir werden dieses Land schützen. Warum kann ich hier nicht so ein komisches Ding hinmachen? Irgendwo. Oh, Jungs, ich glaube, ich bin gleich drauf. Wir dürfen nämlich natürlich nicht viel verlieren. Für die Ehre. Ach du Scheibenkleister. Jungs, feuert! So, die Hinteren sollen auf die Dingsi schicken und alle vorne natürlich auf die Speerwerfer. Ich hab schon geheilt, ich kann nicht mehr viel machen. Seinen Angriff können wir auch nicht mehr machen. Ich glaube, wir haben leider ein ganzes Bataillon verloren, oder? Sieht jedenfalls so aus. Aber wir haben auf jeden Fall noch die Feuerfallbodenschützen. Ja komm, das Gebäude können wir auch nochmal platt machen hier, wenn wir schon mal dabei sind. Dann ist das mal weg. Von rechts kommen eine ganze Menge Leute, das sind aber nur normale. Die tun nicht wirklich weh. So, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist diese Feuerwehr-Upgrades machen. Ansonsten haben wir denen diese Wachtürme hier und so gar keine Chance. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt unbedingt... Ich will das leider nicht angreifen. Das sind Trolle und sowas. Faramir, mach mal mit denen, was du willst. Zeig uns mal deinen mächtigen Angriff. Habt ihr ihn gesehen? Ich hab ihn nicht gesehen. Aber was soll's. So, wir können mal hier näher ran und diese Mordor-Orts hier auch platt machen. Pfeile! Los! Auf sie! Und hier hinten... Ne, das haben sie schon. Und hier hinten sollen noch ein paar Waldläufer sein. Boah, und ein Katapult. Okay, das Katapult wäre natürlich super, um dieses Lager hier hinten anzugreifen. Das heißt, wir werden das Lager jetzt nicht angreifen. Das heißt, wir werden jetzt irgendwie dieses Katapult befreien. Die Frage ist, kommen wir von hinten rein? Ach du Scheinpflaster. Ich glaube, das ist scheißegal, von wo wir hier reingehen. Das ist beides Kacke. Wir könnten natürlich hier außen noch... Seid wachsam. Ups, nicht zu weit, Freunde. Schnell nicht jetzt. Zu weit. Wir könnten ja versuchen zu gucken, was hier oben noch ist. Vielleicht ist ja noch irgendwas.
Wir werden dieses Land schützen. Faramir, bring sie um. Der Feind ist unter uns. Das Ding ist, wir müssen die auf jeden Fall auf Level 2 befördern, dass sie sich gegenseitig heilen. Das wäre super. Hier könnten wir einen Elbenwald hinbauen. Machen wir schon mal. Haltet hier Wache. Wir kommen zu spät. Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Warten hier oben auch, oder was? Ja, aber wenn hier keine Wachtürme sind, Freunde, dann interessiert mich das nicht. Still jetzt. Das sind nur ein paar Mordorts, Freunde. Da habe ich jetzt da keinen Schiss vor. Diese Wege werden sicher bleiben. Und drauf da, Jungs. Und drauf da. Könnten ja nicht Frodo und so mal mitnehmen. Vielleicht können die ja irgendwas machen. Sie greifen an. Ich glaube, die hole ich sogar mal ran hier. Sind meine Nummer 2 eigentlich gewesen? Es gibt noch Hoffnung. Nee, ihr habt mal hier eine Nummer, wa? Wir müssen aufpassen. Weißt du was? Ihr könnt mal nach hier. Ihr könnt mal die erstmal die Mordor-Orks da platt machen. Schnell jetzt. Okay, weiter geht's. Schnell jetzt. Was halten ihr davon, einfach dieses Lager hier erstmal platt zu machen? Spione des Feindes! Sieht für mich gut aus. Hier ist nämlich nix. Und so können wir auch von oben vielleicht die Typen hier abknallen, ohne dass sie uns vielleicht treffen. Das ist doch mal eine coole Idee. So, die brauchen zwar eine halbe Stunde für den komischen Vorposten hier. Wird schon. Wir haben sie niedergewachsen. So, jetzt, wenn wir jetzt richtig viel Geld hätten, Freunde, dann könnten wir jetzt dieses Lager einnehmen und richtig ordentlich was bauen. Wenn wir richtig viel hätten, wir haben nur 5. Was? Wir müssen unser Lager aufschlagen. Rasch! Das mache ich doch! Easy! Weil dann kriegen wir nämlich richtig viel Geld. Ein Konvoi aus Harad wird bald hier sein. Oh, nicht wir gut. Müssen den Konvoi abfangen und verhindern, dass er sein Ziel erreicht. Ja, nicht gut. Seid wachsam. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Zack, erstmal ein paar Gehöfte, Jungs. Wir brauchen Geld. Wir brauchen richtig Geld. Obwohl ich vielleicht hier sogar einen Wachturm hinbauen wollen würde. Unsere Truppen werden angegriffen! Ja, das ist ja klar, aber die sollen sich ja hier verteidigen. Sie dürfen den Ring nicht bekommen! Wie sie irgendwie im Schlamm irgendwelche Dinger daneben nehmen, ist geil. So. Das Gehöft ist fertig. Wir müssen wachsam sein. Weitläufer, ihr macht das, ne? Paar kleinere Türme. Wie gesagt, ich würde gerne die großen Türme hier hinbauen. Erstmal noch einen kleinen hier hin. Damit die vielleicht hier runterschießen. Das sieht nicht schlecht aus. Hier nochmal ein Turm. So, und hier haben wir jetzt noch einen Bauplatz, den wir benutzen können. Was wollen wir denn nehmen, Freunde? Wir haben ja eigentlich können wir drüben alle Leute irgendwie bauen. Eigentlich brauchen wir also hier keinen, ja, im Endeffekt keine Rohstoffe brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich brauche mal die Bonnoner Schmiede, glaube ich. Das sieht gut aus so. Was ist das hier eigentlich? Was soll das sein? Was macht uns? Warum haben wir hier so viele Dinge? Oh Gott. Frodo muss überleben. Alles klar. Bitte die Weitläufer im Süden um Hilfe. Zerstöre alle Einheiten Mordors in diesem Gebiet. Alles klar. So, Jungs. Wenn jetzt hier irgend so ein komischer Konvoi kommt. Haltet die Augen offen. Aufpassen, Weitläufer. Dann macht das mal ordentlich. Darf nicht entdeckt werden. Sam darf sterben. Wir können hier kein Nickerchen machen. Sam ist scheiße, Mann. Die Würde ist schwer. Egal. Frodo hier rein. Weiter. Sam ist übrigens alleine jetzt meine Nummer 2. Wir können hier kein Nickerchen machen. Was ist denn mit Frodo? Frodo, du kannst doch mal nach hier laufen und einfach mal gucken, wie es da aussieht. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles gebaut. Wir können jetzt hier noch einen Wachturm bauen. Das bringt uns eigentlich aber nicht so viel. Was war mit der Schmiede? Ich glaube, die muss ich erstmal weiterentwickeln. Genau. Und dann kann man diese ganzen tollen Upgrades hier machen. Das ist schon mal gut. So, jetzt können wir hier hinten auf jeden Fall auch noch mehr Waldläufer bauen. Ohne Ende im Grunde genommen. Und die schicken wir mal nach... Weiß ich nicht, wo schicken wir die hin? Hier oben hin schicken wir die. Können die eigentlich... Ja, was soll's eigentlich? Eigentlich können wir die durchschicken. Eigentlich würde ich sie natürlich gerne hier hinten hinschicken. Wir werden es jetzt mal versuchen, nur mit Waldläufern zu machen. Macht euch bereit! Weil ich die eigentlich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor! Genau, wir brauchen jetzt eigentlich Geld, um auch die Feuerfell-Upgrade sofort zu machen. Wir haben noch 2 Minuten 30 Zeit, ihr seht's ja schon. So viel ist das nicht. Noch ein Elbenwald... Passt hier auch noch hin. Schon mal gut. Mehr Wald. Umso besser. Ist die Frage, ob ich einen Brunnen hier irgendwo hätte hinbauen sollen. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Ja, wir bauen auf jeden Fall noch einen Waldläufer. Habt ihr etwas gehört? Wenn ich den Typen jetzt mal hier hinten hinschicke, kommt er an, ohne Verluste zu erleiden. Waldläufer! Oder sind die zu blöd dafür? Hier entlang. Es geht los. Ich will nur Sam, ein bisschen nach vorne, genau. Du bist ja eh so ein Nahkämpfer. Also mit deinem Stein kommst du ja nicht weit. Boah, und hier müssen wir mal rein. Hier müssen wir mal überlegen.
Also theoretisch sollen wir eigentlich, glaube ich, na, hier laufen, den mit dem Feuerpfeil beschießen und dann läuft er quasi einmal hier so lang. So habe ich es verstanden sozusagen, ne? Weil die sollen ja irgendwie dann unkontrolliert rumlaufen und alle platt machen. Die Frage ist, was wollen die mir hier damit anzeigen? Also ich glaube, die wollen damit anzeigen, dass ich hier überall Leute positionieren soll. Waldläufer, aber da sind doch Gegner. Für Gondor. Leise jetzt, leise. Bleibt wachsam. Feuerpfeile bitte. Pfeile bereit machen. Bleibt zusammen. Ich glaube, die Leute kommen an. Das ist schon mal gut. So, einen haben wir noch. Eine Minute haben wir noch. Mal gucken, ob der noch rechtzeitig ankommt. Und dann müssen wir natürlich so viele... Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Vorwärts. So viele Feuerfall-Upgrades wie möglich irgendwie entwickeln. Leise jetzt. Leise. Dazu brauchen wir Kohle, Freunde. Bleibt wachsam. So, ich hoffe, die Türme machen was, ey. Ich hoffe, die Türme erreichen hier irgendwas. Ich weiß nicht, wie die Reichweite von den Dingern ist. Ansonsten wäre das hier ziemlich unlogisch hingebaut. Guck mal, hier können wir auch noch nichts upgraden. Das Problem ist, die Waldläufer, ihr seht es ja vielleicht, wenn ich mal raufklicke. Eigentlich können wir nur den Bannerträger upgraden. Die haben keine Rüstung quasi, keine Rüstung und natürlich auch keine Klingen-Upgrades. Das ist also jetzt nicht unbedingt so die tolle Einheit, um sie abzugraden. Was ich noch gerne machen würde, ist, ich würde noch gerne ein paar Gondor-Reiter bauen. Ganz ehrlich. Ne, die Kombination aus Reitern und Bogenschützen ist in dem Spiel relativ stark, weil damit könnt ihr eigentlich alles platt machen, was es irgendwie gibt. Die Haradrim kommen! Okay. Aufpassen! Pfeile bereit machen! Legt diesen Hort Mordors in Schutt und Asche! Pfeile bereit machen! Aufpassen, Waldläufer! Na los, gib mir Geld! Okay, wo kommen jetzt hier die Haradrim? Hier ist übrigens dieses komische Lager. Eigentlich hat das Lager nichts, ne? Es hat so zwei so eine Wachtürme, drei so eine Wachtürme noch, die können wir locker zusammenschießen. Ach du Scheibenkleister, ja wie im Film, jetzt kommen sie hier mit einer riesen Armee an. Seid wachsam! Bringt den Olifanten zu Fall! Habt ihr etwas gehört? Es geht los, haltet die Augen offen! Ich brauch mehr Geld, Freunde. Ruhig, Männer, macht euch bereit! So, wir positionieren die mal alle ordentlich, dass sie auch alle relativ gut schießen können. Leise jetzt! Habt ihr etwas gehört? Gleichzeitig sozusagen, ne? Nicht, dass irgendeiner hinten steht und gar nichts macht. Waldläufer! Seid wachsam! Und guck mal auf der Karte, Jungs. Ich glaube, das wird nichts. Für Gondor! Waldläufer! Feuerfall-Upgrades! Und los, Jungs! Wo ist denn Sam? Sam! Das kann Frodo nicht im Stich lassen. Sam, auf die Olifanten! Ich werde tun, was ich kann. Sie sind überall! Eigentlich sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus, Freunde. Okay, irgendwelche Leute schießen hier noch ohne Feuerfall-Upgrade. Faramir, nochmal den fetten Angriff bitte, und zwar... Jetzt, Faramir ist gefallen. Ja, die Schmiede holt ihn euch. What the fuck, Freunde? Faramir ist gefallen. Was ist denn da passiert? Faramir ist einfach gefallen, der hat einen Angriff von dem Mumakir nicht aushalten können. Krasser Scheiß, Freunde. Können wir Faramir neu bauen? Faramir, ab geht da. Frodo. Ja, komm, was soll's. Kämpft weiter! So, wir haben nicht nur Geld, um das wieder zu beleben. Lasst sie nicht herankommen! Aber wir haben diesen ersten Angriff aufgehalten. Ich glaube, das war auch der einzige Angriff, glaube ich. Der Feind ist nicht fern. Oh, wir haben noch nicht alle zur Einheit gefasst. Gehört? Dort finden sie uns niemals. Macht euch bereit! So, können wir noch einmal upgraden? Mindestens einmal könnten Habt wir noch. Habt ihr etwas gehört? Der Troll kommt! Yeah. Jungs, der Troll kommt! Easy, Freunde, ganz easy. Das Problem ist, dass die jetzt hier anfangen zu produzieren, ne? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Können wir hier noch so einen Wald, können wir so nah ran machen, das ist schon mal gut. Habt ihr etwas gehört? Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal hier alles zusammenzuschießen. Wir haben hier nur Waldläufer eigentlich. Und wie gesagt, die sind ja auch alle in dem Feuerfeuer-Upgrade. Ach du Scheibenkleister! Unsere Truppen werden angegriffen! Da, Feuer, holt ihn euch! Wir müssen die sie darauf. Wir okay. Müssen sie die da drauf und die hier vorne euch. Da drauf. Lass sie nicht herankommen. Oh oh, Jungs, das war glaube ich eine scheiß Idee, Mann. Die produzieren aber ordentlich nach. Wir müssen sie zurücktreiben! Da, holt ihn euch! Lasst sie nicht herankommen! Wir müssen sie zurücktreiben! Da, holt ihn euch!
Wir werden angegriffen. Wir verlieren gerade übelst viele Weitläufer, Freunde. Aber das ist egal. Wir müssen auf jeden Fall diese Basis platt machen. Peter, fallen wir alle. Werft sie zurück. Reißt alles nieder. Okay, die Eins steht sofort auf dem Wachturm. Wenn der Wachturm fällt, dann war's das. Du, weg, weg, weg. Da, holt ihn euch. Die sind auch ein bisschen zu nah dran eigentlich, Freunde. Lasst sie nicht herankommen. So, wenn die Ortgrube weg ist, dann sieht schon ganz gut aus. Wir müssen sie zurücktreiben. Okay, jetzt können sie schon keine Mumakir mehr bauen. Das ist schon mal super. Haltet die Augen offen. Schießt, schießt. Aufpassen, Waldläufer. Weiter so, Waldläufer. Holt ihn euch. Scheibenkleister, Freunde. Also wir schießen jetzt hier gerade alles im Grund und Boden. Das ist auch die Taktik gewesen im Endeffekt von uns. Faramir, du kannst hier mal antanzen. Und zwar jetzt. Werft sie zurück! Pfeile! Wir müssen sie zurücktreiben! Also das sieht ja ganz gut aus hier. Ich glaube, wir können dieses Lager hier platt machen. Das wäre schon mal was. Da! Holt ihn euch! Können wir auf die Mitte gehen? Weil wenn die Mitte nämlich nicht mehr da ist, können sie auf jeden Fall nichts mehr neu bauen. Aber ich glaube, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, so wie ich es jetzt immer schon mitbekommen habe, machen die sowieso nichts. Die bauen sowieso nichts mehr neu auf. So, wir teilen jetzt mal die Einheiten ein bisschen. Wir müssen sie zurücktreiben! Wir müssen sie zurücktreiben! Ja, dass wir gleichzeitig auf zwei Gebäude quasi gehen können. Pfeile los! Und irgendwie glaube ich, dass wir eine höhere Reichweite haben als dieser Wachturm von dem Schlachthaus. Das ist schon mal super geil, wenn du eine höhere Reichweite mit deinem... Da. ...mit deinen Bodenschützen hast als die gegnerischen quasi Wachtürme oder Bodenschützen. Läuft schon mal super. Und ich glaube, wir haben gleich das Lager zerstört. Dann könnten wir theoretisch nämlich auch ein zweites Lager noch errichten. Und haben dann natürlich doppelt so viel Geld. Sag mal, Frodo, hast du eigentlich irgendwas gefunden? Nee, ne? Wir haben sie aus diesem Land verjagt. Super. Habt ihr ganz toll gemacht. So, die beiden Türme schon mal einreißen. Ich glaube, die haben auch gar nichts gebracht, Jungs. Ohne Witz. So, hier bauen wir das nächste Lager. Und ich würde sagen, hier bauen wir einfach nochmal drei Schmieden. Und hier gucken wir mal, was wir bauen können. Jetzt haben wir ein bisschen Geld auf jeden Fall. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch mehr Geld. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Achso, sag mal, wir haben ja noch irgendwie geguckt, sag mal, was können denn diese Dinger hier? Wenn wir mehrere Schmieden haben, das kannst du mal weiterentwickeln, kannst eigentlich mal alles... Ah, nee, nicht alles weiterentwickeln, bitte. Wenn wir mehrere Schmieden haben, kostet das... geringere Kosten für Upgrades, das ist schon mal super. Also wir brauchen 6 Schmieden, Freunde. Und das wäre geringere Kosten für Kavallerie. Das ist eigentlich nicht ganz so wichtig, für Upgrades wäre super. Das heißt, wir brauchen eigentlich 3 Schmieden. Das heißt, ich muss jetzt noch 3 Schmieden bauen. So könnt ihr nachher übrigens auch aufbauen, ne? Dass ihr genau guckt, was macht am meisten Sinn. Wie viele Gehöfte baue ich? Bei Gondor ist es halt so echt die Sache, weil ihr 2 Rohstoffgebäude habt, quasi, die das gleiche produzieren, aber halt verschiedene Taktiken haben. Wir würden jetzt theoretisch noch 2 Gehöfte brauchen. Ich guck mal, ob wir noch was anderes Sinnvolles bauen könnten. Eigentlich nur den Brunnen. Aber da wir ja sowieso alle weiterentwickeln, bringt das nichts. Also bauen wir jetzt einfach noch 2 Gehöfte. Und dann haben wir 6 Gehöfte und 6 Schmieden. Und damit haben wir die kompletten Upgrades. Und quasi den kompletten Bonus der Gebäude. Das ist doch schon mal was. So. Und dann würde ich sagen, bauen wir unsere Armee auf. Macht euch bereit. Wir haben ein neues Gehöft. Das heißt, das sind unsere Waldläufer mit Faramir zusammen. Still jetzt. Die Orts laufen immer noch blöde Patrouille. Sie werden diesen Tag. Sam und Frodo, aber die interessieren mich jetzt nicht, ob die aufsteigen oder nicht. So. Bannerträger haben wir weiterentwickelt, ist schon mal gut. Na, die beiden Dinger können wir auch nochmal weiterentwickeln. Jetzt geht es darum, dass wir natürlich noch Einheiten bauen. Welche Einheiten wollen wir dann bauen, Freunde? Das ist in dem Fall jetzt für die Mission relativ unwichtig, aber für die nächsten, weil diese Armee kommt ja auch Minas Tirith zu Hilfe. Ihr müsst also immer, wenn ihr zum Beispiel diese Schlacht um Middle-Earth spielt, müsst ihr einfach auf euren, entweder in den Film nochmal gucken oder halt überlegen, ja, wir spielen jetzt gerade eine Gondor-Armee, die kommt wahrscheinlich dann irgendwann in einer großen Gondor-Schlacht zu Hilfe. Das heißt, was machen wir jetzt? Ähnlich wie bei Helm's Klamm. Wir wussten ja eigentlich, dass Eomer dann sozusagen da ankommt, deswegen haben wir Eomers Armee sehr stark gemacht. Und genau das machen wir jetzt auch im Endeffekt mit den Waldläufern. Waldläufer, halte das heißt, wir überlegen mal ganz kurz, wie viele Waldläufer wir brauchen, wie viele Bataillone sind das denn? Keine Ahnung, warum steht denn nirgendwo? Macht euch bereit! Ich würde denken, wie viele Einsen seht ihr denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich würde sagen, dann machen wir noch 2 Waldläufer-Bataillone. 1, 2. Können wir mal hier hinschicken.
So, zwei weitere Bataillone machen wir auf jeden Fall noch und den Rest dann im Endeffekt Kavallerie. Oder wollen wir noch andere Einheiten bauen? Turmwachen können wir noch nicht bauen, leider. Also jedenfalls nicht am Weiher, aber Turmwachen, brauche ich auch nicht unbedingt. Das sind eigentlich nur schlechtere Bodenschützen. Ihr seht auch schon von den Kommandopunkten her, meistens sind dann die Einheiten, die mehr Kommandopunkte haben, eigentlich auch meistens die besseren. Ne, also wir haben jetzt die Wahl zwischen zwei Bodenschützen. Diese Donderbodenschützen können wir aber immerhin die Rüstung verbessern. Das ist ein Vorteil gegenüber den Waldläufern. Also die Waldläufer, wie gesagt, sind relativ stark, also sind, glaube ich, stärker vom Schaden her. Und man kann sie halt in Wäldern verstecken, was natürlich bei manchen Karten echt ein riesen Vorteil ist. Und ansonsten haben wir noch normale Donnersoldaten. Ihr seht schon, Kommandeurspunkte 10, die sind wahrscheinlich relativ schlecht, sind sie auch. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und die Dondor-Ritter. Das sieht schon irgendwie besser aus. Dann würde ich sagen, bauen wir mit den Rest mal voll. Das sind jetzt theoretisch noch 5. Wenn wir jetzt noch 12 Einheitenpunkte verlieren könnten, würde es übelst geil aussehen, aber ist egal. So, Dondor-Reiter bauen wir jetzt auch nochmal 5 Stück. Wir müssen sowieso gucken, wir haben ja theoretisch auch hier noch eine bessere Armee. Ja, wir kriegen ja hierzu sozusagen auch noch einen Katapult zum Beispiel und irgendwelche Waldläufer. Die würden dann auch noch mit drauf gerechnet. Das Problem ist, ich glaube, Chris hat mir erzählt, bei Faramir ist es halt leider so, dass ihr nicht alle Einheiten bekommt, sondern irgendwie nur eure besten 5 Bataillone oder sowas. Das heißt, in dem Fall wäre das jetzt bei uns relativ... Pfeile bereit machen. Ich sag mal, relativ egal, wie stark unsere Einheiten, wie krass wir sie haben. Aber wir müssen auf jeden Fall noch in diese, Horden hier rein, Freunde. Und das sieht für mich so aus. Ich meine, die beiden Lager werden gut verteidigt. Wir müssen auf jeden Fall das mit dem Mumakil machen. Dann würde ich sagen, wir können das natürlich auch versuchen, nebenbei schon mal zu machen. Der Feind ist nicht bereit. Die Bannerträger übrigens entwickle ich jetzt noch nicht. Warum? Ganz einfach, wenn wir die jetzt entwickeln würden. Wir nehmen jetzt mal einfach irgendein Bataillon jetzt hier. Halte die Augen offen. Ja, Rang 1, vielleicht irgendeins, was ganz neu ist. Habt ihr etwas gehört? Ja, egal. Und laufen damit mal nach hier. Zusammen. Dann nehmen wir uns mal den Faramir. Kämpfen für den Ruhm Gondors. Okay, mach das mal. Kämpfen wir dafür. Wir haben die Schmiede. Und noch ein Bataillon. Ich gehe voraus. So, wir machen es dann einfach so, dass wir jetzt ganz einzeln mit dem Bataillon sozusagen nur diese Mumakil angreifen, weil ich glaube, wenn wir da mit allen Bataillonen raufschießen würden, dann würden wir ihn vorher töten. Das ist, glaube ich, der Plan von uns jetzt sozusagen. Falls die uns angreifen, wo können wir denn hier mal so einen Wald hinbauen? Wenn wir schon mal Zeit haben. Die bleiben ja ewig, die Wälder. Ihr seht es ja auf der Karte, wir haben jetzt schon 4-mal so eine Wälder platziert. Das heißt, andere Seite wäre es theoretisch auch noch clever, hier nochmal einen Wald zu platzieren. Müssen wir aber ein paar Minütchen warten. Und wie gesagt, der Wald bringt uns einfach Vereinrüstungsvorteile, ne? Also eigentlich nur Vorteile sozusagen. So, mächtiger Angriff. Komm schon, hau rein. Okay, der mächtige Angriff bringt echt nur was den einen Gegner. Also den einen Bataillon bringt ja gar nichts. Wir haben die Schmiede verbessert. Ach, guck mal, und selbst der kleine Turm schießt bis hierhin. Das ist ja nicht schlecht. So, Waldläufer, ab geht er. Faramir geht wieder zurück. Wir machen das mal als ein bisschen taktisch, ne? Dauert vielleicht ein bisschen dadurch, aber was soll's. Hier können wir noch einen Bannerträger bauen. Versteckt euch zwischen den Bäumen. Habt ihr etwas gehört? Hier holen wir auch noch einen Bannerträger rein. Bleibt in Deckung. So, Jungs. Also, wie gesagt, der Plan ist, den Olifanten anschießen mit Feuerpfeilen. Auf den Olifanten, dann gerät er in Panik. Genau. Das ist mein Plan, Freunde. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors. Und drauf da. So, ein Bataillon müssen wir jetzt noch bauen. Ja, ich sehe schon. Also, ist ja eine Hammerpanik. Also, wow, also der geht ja richtig ab. Mensch, klasse. Schießt, schießt. Warum passiert denn hier nichts? Vielleicht nur, wenn er irgendwie relativ low ist vom Leben her? Aus dem Weg. Hört mal auf, hört mal auf. Also mit meinem Olifanten hier passiert gar nichts, Freunde. Ist ja super. Leise jetzt. Leise. Ich gehe voraus. Wir müssen sie aufhalten. Wisst ihr was? Faramir, erledigt den mal. Vielleicht kriegen wir ihn doch noch auf Stufe 3. Das wäre super. Zusammen. Aber das ist ja witzlos. Schafft es der hier hinten? Leise.
Vielleicht müssen wir auch vorher die Wachen platt machen, aber davon habe ich nichts gehört. Eigentlich schon krass, dass so ein Weitläufer-Bataillon im Grunde mit 5 Bodenschützen ist ja nur so ein Olifanten, wenn ihr schon seht, relativ schnell platt macht. Und die sind ja nur Stufe 1, die sind jetzt Stufe 2, aber die sind ja nicht... Das ist voll, ich wollte die eigentlich gar nicht umbringen, scheiße. Hinterlasst keine Spuren. Ich weiß nicht, Freunde. Das hat jetzt nicht so funktioniert, das heißt, wir müssen ins Lager auch wieder für rein, na gut. Das heißt für uns... Okay, die Upgrades kriegen wir leider nicht. Das heißt für uns, alle Upgrades bitte. Macht euch kampfbereit. So, die Reiter auch. Mehr Schaden, weniger Rüstung, ist immer super. So, das ist meine Nummer 2, meine Nummer 1. Ich trage das Banner Gondors. Baut sich gerade zusammen. Wo ist denn hier Faramir? Oh, den sieht man gar nicht. Dieses Land schützen. Der hat sich auch nicht geheilt. So, Faramir, mach den mal platt. Mal gucken, wie viel Erfahrung du kriegst. So gut wie gar keine. Haltet hier wach. Okay. Also Faramir Stufe 3 kannst du vergessen. Such nach Spuren. Still jetzt. So, Faramir, wir haben unsere Armee eigentlich quasi fast dann zusammen. Aufpassen, Waldläufer! Dann können wir eigentlich auch loslegen langsam, ne? Also ich meine, wir sind schon ein bisschen länger hier dran Ritter. Beschäftigt an der Missy. Wo wollen wir zuerst angreifen? Ich würde ja fast sagen, hier unten einfach, ne? Also das mit den, also das mit den Olifanten, war mir spanisch gerade. Oder kam mir spanisch vor. Warum das, nicht funktioniert hat. Im Wald haben wir bleib mal hier, Faramir, bleib mal hier. Reiter! Er sieht eigentlich schon, ne? Also wenn ich, also vor dem Anblick hier habe ich schon Ehrfurcht, vor allem wenn die Reiter noch dahinter sind. Das ist eigentlich eine relativ starke Armee, Freunde. Ihr seht doch, wir haben 340 Kommandeurs, also 40 zu viel und kriegen gleich noch Einheiten. Dieses Land schützen. Bisschen OP, Freunde, aber soll's. So, ich kann auch mal so einen komischen Wald bauen, warum auch nicht. Wir werden dieses Land schützen. Reiter! So Jungs, und jetzt ist los. Sam und Frodo. Wie gesagt, die sind mir scheißegal. Die können Level 4 und Level 3 bleiben. Ich glaube nicht, dass wir mit denen noch riesen Missionen machen, wo es unbedingt wichtig ist, welche Level die sind. Ich würde die ja super gerne mal rauslocken. Aber ist nicht. So, Jungs, was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr jetzt mit der Kavallerie reinreiten, obwohl die halt Speere haben? Oder würdet ihr sagen... Lieber Bodenschützen. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Wir machen einfach beides. Männer Gondors! Der Olifant wird nicht mehr so ruhig sein, wenn er die Stiche unserer Pfeile fühlt. Guck mal, wie schnell da alles down ist, Freunde. Das ist ja der Hammer. Rauf da, Jungs! Waldläufer nach oben! Leise! Macht euch kampfbereit! Herr, nicht mehr sie! Wir müssen weiter! Ritter der weißen Stadt. Okay, und sie macht da hinten. Und wir Bodenschützen machen ja alles andere noch platt. Wir haben gerade ein paar Einheiten verloren. Ein, zwei Einheiten. Aber kein richtiges Bataillon. Das ist da euch also egal. So, wie kommt du klar? So, einmal rein. Ah, wir haben auf jeden Fall Reiter verloren. Wir haben keine Bodenschützen. Schwerter! Ritter! So, die Reiter gehen da drauf. Und die Bodenschützen schießen im Endeffekt auf alles, was hier irgendwie halbwegs nahe... Oh, guck doch mal die Bodenschützen an mir an, Freunde. Also wenn sowas mal irgendwann im Gefecht oder so auf euch zuläuft, dann habt ihr verschissen, Freunde. Elende Kreaturen! Wer läuft denn hier raus, sag mal? Sie sind hier. So, geht mal da rauf, Jungs. Schön von hinten erschießen. Fein. Habt ihr gesehen, die sind erst nach vorne gelaufen, weil die dachten, jetzt geht's von vorne los. Reiter! Sehr geil. Wir werden angegriffen. Der ist ja der Hammer, Freunde. Guckt euch das mal an. Wie schon, dass so ein Gebäude jetzt irgendwie down geht. Also das ist auf jeden Fall der Tipp. Waldläufer, Freunde. Waldläufer mit Feuerfallen und Banner-Upgrade. Das ist zu stark. Es gibt noch Hoffnung. Da könnt ihr selbst mit, also da könnt ihr höchstens euch mit Kavallerie reinlaufen. Selbst Olifanten habt ihr ja gesehen, wir hatten ja viel weniger und selbst da kam kein Olifant wirklich nah ran. Ich hab mich auch ein bisschen doof angestellt, ich hätte viel früher die Olifanten angreifen sollen, dann wäre auch Faramir nicht gestorben. So, Frodo und Sam laufen weiter. Faramir hattet hier super geregelt. Naja, komm, die ganze Auswertung, die interessiert uns nicht. Wir gucken mal, was wir jetzt machen müssten. Ich habe übrigens immer noch nicht die ganzen Leute umbenannt. Mir fallen auch die richtigen Namen noch nicht ein. Ich muss da mal gucken, ich wollte eigentlich auch die Rohan-Armee eigentlich umbenennen.
Na, gucken wir mal. So, wir kriegen jetzt für Norditalien oder Nordithilien kriegen wir jetzt 20% mehr Rohstoffe. Das bringt Sauron jetzt nicht so viel. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Das ist ja nicht so schön. So, und ihr seht, Befehle einer Armee, den Gegner anzugreifen. Das heißt, wir haben jetzt hier mindestens, ich glaube, Chris meinte, wir haben zweimal eine Auswahl. Aber im Grunde genommen, wir gucken mal, ob wir ein oder zwei Gebiete machen müssen und dann kommt schon Minas Tirith. Das heißt, es ist bald soweit, Freunde. Wir können jetzt überlegen, welche Gebiete wir machen. Wir haben jetzt hier, glaube ich, ewig viel Auswahl. Ne, eigentlich nur zwei. Und hier drüben mit Rohan hätten wir auch, ja, ne, mit Rohan, oh ja, mit, genau, Freunde. Also mit Rohan haben wir auf jeden Fall eine richtig schöne Auswahl. Wir gucken einfach mal. Lasst euch überraschen, für was ich mich entscheide nächste Folge. Bis denne.